Tag, Kinders, da bin ich wieder, euer schulischer Löwe. Heute habe ich mir mal gedacht, ich werde ein paar Sachen nennen, die bestimmt jedem Schüler in der Schule auf den Sack gehen. Probleme jedes Schülers. Das sind Sachen so, da habe ich mal an meine Schulzeit gedacht und habe gedacht, die gingen mir doch sowas von aber krass auf den Sack. Die muss man mit der Welt da draußen teilen, da werden sich viele Leute wiederfinden. Und ich sag mal, wir fangen auch direkt an mit dem Video, oder? Ihr kennt das, Leute. Ihr habt euch einfach mal vorgenommen, eine ganze Stunde nicht zu reden, einfach mal komplett die Fresse zu halten, damit man nicht ermahnt wird, wird aber die ganze Zeit von seinem Sitznachbar angelabert, von wegen, hast du schon gesehen, hast du hier schon, ich habe letztens mein Pimmel in den Arsch gesteckt, das war voll lustig, also all so ein Kram, und auf einmal kommt der Lehrer und sagt zu euch, Jürgen, halte jetzt bitte direkt dein Maul. Du denkst dir nur, what the fuck, ich habe diese Stunde nicht einmal gelabert, mein Sitznachbar hat mich die ganze Zeit voll gelabert, aber wie willst du das dem beweisen? Du kannst ja nicht deinen Freund verpetzen, weil den magst du ja eigentlich, der neben dir sitzt, aber du kriegst trotzdem den Anschluss dafür, dass er dich voll labert. Ich denke, dieses Problem kennt einfach jeder von euch, dass man ermahnt wird, obwohl man nichts getan hat. Kennt ihr dieses ekelhafte Gefühl, wenn ihr euer Buch vergessen habt, sagen wir im Englischunterricht oder im Matheunterricht, und dann drankommt und euren Sitznachbar fragen müsst, ob ihr mal ins Buch gucken dürft, beziehungsweise ob ihr mal lesen dürft. Und das ist diese ekelhafte Frage. Am besten sitzt du noch neben irgendeinem Typen, den du überhaupt nicht leiden kannst, und musst den fragen, kann ich vielleicht kurz in dein Buch gucken? Ich bin ein kleines Opfer und hab mein verficktes Scheißbuch vergessen. Ich hasse dieses Gefühl, aber dieses Problem kennt ihr bestimmt alle. Ich habe sowieso generell immer meine Bücher vergessen. Liegt wahrscheinlich an mir. Ist es bei euch auch so? Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr auch andauernd eure Bücher vergesst im Unterricht. Das wäre sehr wichtig. Bei mir ist es auch einfach oft so, dass ich manchmal alle Bücher mitschleppe und wir die an diesem Tag, an dem ich alle Bücher mitschleppe, nicht einmal benutzen. Ich mir dann am nächsten Tag denke, ja komm, wir haben die jetzt gestern nicht benutzt, die Bücher, warum soll ich dann alle mitschleppen? Kommst dann in die Schule und auf einmal werden alle Bücher gebraucht. Da denke ich mir auch nur, irgendwann friere ich mir einfach die Birne von der Rübe. Kennt ihr diese Sozialstunden oder diese Freistunden, wo der Lehrer euch ermahnt und sagt, ihr seid die allerschlimmste Klasse, ihr labert nur, es gibt keine schlimmere Klasse. Und dann fragst du mal die Leute aus deiner Parallelklasse und die erzählen dir, dass bei ihnen genau das gleiche gesagt wird, dass sie die schlimmste Klasse wären. In den Augen der Lehrer sind, glaube ich, alle Klassen, die sie selber führen, die schlimmste. Das kann doch irgendwie nicht sein. Es kann nur eine schlimmste geben. Ordnungsdienst, Leute. Warum müssen wir uns darum kümmern, dass der Schulhof sauber bleibt? Ich meine, meist machen wir selber nicht mal den Dreck. Das machen irgendwelche Drecks-Assi-Kinder. Schmeißen ihr Twix-Verpackung oder was weiß ich, ihre benutzten Kondome durch die Gegend und schleudern die gegen die Wand. Und wir müssen es sauber machen. Da muss man sich diesen abgefuckten Scheißeimer holen und diese kaputte Zange. Meist ist die Zange kaputt, die man dann hat. Die kann man dann nicht mal mehr benutzen. Kennt ihr diese langen Zange? Wo du dann den Müll mit aufheben kannst. Oder es ist gar keine Zange da. Und dann musst du das mit der Hand grabben. Mach ich nicht. Diese scheiß Zangen gehen mir eh auf den Sack. Da hast du innerhalb von einer halben Stunde eine Muskeldehnung in der Hand. Ihr kennt es aber bestimmt. Dieser abgefuckte Ordnungsdienst. Und warum muss man gerade immer dann drankommen, wenn man nach der Schule was zu tun hat? Meistens muss man diesen Ordnungsdienst ja eine Stunde lang noch nach der Schule machen. Kennt ihr das, Leute? Schreibt mir mal, was ihr vom Ordnungsdienst in der Schule haltet. Ich meine, wir haben doch bestimmt Putzfrauen, oder? Wieso müssen sich die Schüler auch noch darum kümmern, wie ihre Schule aussieht? Bei mir war es immer so, wenn Geld eingesammelt wurde, hatte ich das Geld nie dabei. Ich hatte sonst immer dicke Packets, die Taschen voll mit 50er-Scheinen. Nein, aber es ist wirklich immer so. Wenn du dann auch noch der Einzige in der verfickten Klasse bist, der das Geld nicht dabei hat, dann wird's peinlich. Wenn du dir dann auch bei Freunden Geld leihen musst, denen du das eh nie zurückzahlen musst, oder die kommen dann mit ihren, ja, da habe ich aber jetzt Zinseszinsen drauf. So, jeden Tag, an dem ich das nicht kriege, kriege ich 20 Cent mehr. Dann würdest du dem am liebsten direkt reden. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Es war immer so, dass ich nie Geld dabei hatte, wenn Geld eingesammelt wird für irgendwelche Klassentreffen, für irgendein Zeug, Wanderung. Alter, Wanderung ist auch so ein Ding. Welcher Mensch geht freiwillig 2-3 Stunden durch den Wald wandern in Deutschland, wo es regnet wie Sau? Erzählt mir das mal. Ihr kennt doch bestimmt diese verkackte Faulheit, sich morgens ein Brot zu schmieren. Ihr steht irgendwie um 10 vor 7 auf oder um 7 Uhr, denkt, scheiße, ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit, macht euch fertig, fresh, alles, geht unter die Dusche, blablabla, Zähne putzen, vergesst natürlich, das Brot zu schmieren oder denkt im letzten Moment, ja, soll ich jetzt noch Brot schmieren oder nicht? Nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Seid dann in der Schule und habt den Hunger eures Todes. Was sollt ihr machen? Kein Cent dabei, um sich was in der Cafeteria zu holen.
den Freund kannst du auch nicht nochmal angammeln, weil den hast du gestern schon angegammelt, ob er dir nicht für ein Bockwurstbrötchen 1,50 Euro geben kann. Und dann dieser absolute Hunger im Unterricht, beziehungsweise während der Schulzeit. 6 Stunden lang bist du in der Schule, hast den Hunger deines Todes. Am Ende hast du so einen Hunger, dass du gar keinen Hunger mehr hast, weil du einfach nur noch komplett schwindelig ist und du zu Hause nur noch tot umfällst, sozusagen. Das kennt ihr bestimmt. Wie schön war es einfach in der Grundschule noch die Brötchen geschmiert bekommen zu haben. Wenn man auf der weiterführenden Schule war, war das vorbei. Man kriegt keine Brote mehr geschmiert. Vergisst das Geld, um sich was in der Cafeteria zu holen. Und ihr kennt das. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Bei mir war es generell immer so, dass ich erst einen Tag bevor die Arbeit geschrieben wurde, gelernt habe. Und dann konnte ich einfach nichts mehr. Entweder ich konnte es, weil ich super duper in dem Unterricht war, oder ich konnte es einfach nicht. Man sagt sich immer, ja, lerne ich morgen 1 Stunde. Ja, lerne ich übermorgen lieber doch 2 Stunden. Nee, dann lerne ich morgen 3 Stunden. Dann morgen 4. Und dann ist der letzte Tag gekommen, bevor die Arbeit anfängt. Denkst du, scheiße, was jetzt? Den ganzen Tag lernen oder was ist mit mir los? Und dann hängst du da, ballerst dir die Scheiße rein, die du die ganze Zeit nicht im Unterricht aufgepasst hast, und kriegst einfach nur einen Koller. Kennt ihr das? Bevor man die Arbeit zurückkriegt, wird der Notenspiegel an die Tafel geschrieben. Und es gibt nur eine 5 oder eine 6 oder 2 5 und eine 6. Und ihr denkt schon, scheiße, wenn ich jetzt diese verkackte 5 oder 6 hab, dann hat mein Leben eh keinen Sinn mehr. Meine Eltern bringen mich um, der Lehrer hasst mich, die ganze Klasse lacht mich aus. Dieses abgefuckte Gefühl. Und das Schlimmste ist, dass man dann immer noch bis zum Ende der Stunde warten muss. Man kriegt den Notenspiegel am Anfang der Stunde, muss bis zum Ende der Stunde warten, bis man seine Scheißarbeit bekommt. Und wenn du dann die 5 hast, Kopfschuss. Vorbei, kannst du direkt Insolvenz, alles anmelden, dein Leben hat keinen Sinn mehr. Aber das ist echt schlimm, dieser verkackte Notenspiegel, der dich dann 45 Minuten oder sogar 90 Minuten lang, wenn es eine Doppelstunde ist, einfach nur zerstört, Leute. So, Leute, das war's auch schon wieder mit meinem Video Probleme jedes Schülers. Wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil davon habt, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, mal gucken, wie hoch die Resonanz ist. Wenn ich sehe, dass ihr alle Bock habt auf einen zweiten Teil von Probleme jedes Schülers, dann werde ich das auch machen. Schreibt mir in die Kommentare, was so eure Probleme sind in der Schule, beziehungsweise was so die alltäglichen Probleme jedes Schülers sind, damit ich auch genug Stoff für den zweiten Teil habe, falls ihr den wollt. Dafür einfach einen Daumen oben da lassen. Rechts von mir kommt ihr jetzt zu meinem letzten Video mit dem Julienko. Das ist die Shopping Challenge. Richtig lustig geworden. Wir haben uns gegenseitig fast kaputt geschlagen, weil wir gewinnen wollten. Und links von mir kommt ihr zu meinem letzten Vlog mit, was war da los? Da beantworte ich euch Fragen von euch auf AskFM. Ganz lustige Weise zum Teil. Bitte abonniert den Vlog-Kanal. Da sind jeden Tag Videos. Ich gebe mir auf dem Kanal momentan so eine krasse Mühe. Ich würde es echt feiern, wenn ich da mit einem Abo belohnt werde. Einfach, da könnt ihr euch jeden Tag von mir Videos anschauen. Einfach mal abonnieren hier den Kanal. Und ich sag mal, wir haben, wie viel Uhr? Wir haben 6 Uhr morgens, ich werde jetzt das Video schneiden, dauert dann noch so 2 bis 3 Stunden, dann hochladen und dann seht ihr das schon um 14 Uhr. Bin ich nicht ein Prachtkerl?